Hallöchen, Popöchen, wie geht's, wie steht's? Heute möchte ich mal so ein kurzes Zigarrenaromen-Tutorial machen, weil viele vielleicht doch sich ein bisschen schwer tun mit diesen ganzen Aromen und Nuancen, die man so beschreibt. Und viele natürlich auch das nicht nachvollziehen können, weil sie das halt einfach nicht so schmecken oder halt auch nicht wirklich greifen können. Andererseits gibt es aber auch wirklich Geschmäcker, die halt zumindest in der Beschreibung dann halt auch irgendwie gar nicht eintreten. Kann natürlich auch sein. So, da würde ich mal sagen, fangen wir mit den Pfefferaromen an. Also klar, man unterscheidet immer so meistens zwischen hellem Pfeffer oder weißem Pfeffer und schwarzem Pfeffer. Also heller Pfeffer ist nicht ganz so scharf. Vielleicht sogar auch, ja, nur so dezent. Und eben schwarzer Pfeffer ist halt wirklich sehr, 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 sehr scharf. Also oft prickelt es dann sogar richtig auf der Zunge. Und wenn ich dann halt in meinen Videos sage, ja, die Zigarre ist jetzt, was weiß ich, pfeffrig 7,0 oder 9,0, dann ist sie schon wirklich für mich, weil ich eher mildere Zigarren mag, schon sehr, sehr scharf. Und wenn ich sage, ja, es ist wirklich nur so die ersten 2 Minuten pfeffrig von 3,0, dann ist es wirklich zwar da, aber halt nicht ganz so extrem. Ist natürlich auch immer tagesformabhängig. Es gibt natürlich Tage, da hast du irgendwie noch nicht wirklich was gegessen oder davor irgendwie die Zähne geputzt oder auch nicht geputzt oder wie auch immer, dann empfindest du das wahrscheinlich dann halt eben auch anders. So, dann Erdigkeit oder beziehungsweise Erdtöne. Das habe ich in meinen Videos meistens so beschrieben, wirklich so, wie wenn du Erde in den Mund nimmst und so die Zähne so einen leichten Belag bekommen, so leicht mehlig, leicht staubig. Und jeder hat mal als Kind irgendwie was fallen lassen und dann irgendwie das wieder in den Mund genommen und so einfach diese erdigen Töne. Dann gibt es natürlich auch wieder stärkere erdige Töne, wo du dann echt denkst, hey, die letzten 10 Minuten habe ich im Prinzip an so einem Stück Erde genuckelt. Ja. Oder ja, dann halt eben nur ganz kurz, wo du dann so ein bisschen an den Zähnen und an der Zunge merkst, ah, das ist so leicht erdig. Ja, genau. Nussig. Also wenn ich sage, die Zigarre ist nussig, dann könnte man auch interpretieren, dass sie leicht süß ist. Weil es gibt natürlich immer oft Nüsse, die dann so einen gewissen süßen Nachgeschmack haben, wie Mandeln, Macadamia oder Pekannüsse, auch wenn Pekannüsse auch ein bisschen säuerlich sind. Oder Walnüsse sowieso auch. Aber wenn ich von nussig rede, dann hat man wirklich so den Eindruck, dass so leichte Süße da ist und halt eben auch diese Erdnuss oder Walnuss oder Pekantöne auf jeden Fall auch leicht vorhanden sind, je nachdem wie stark. Also wenn du sagst, ja, sie ist so ein bisschen nussig, dann ist sie wirklich leicht dezent nussig. Vielleicht schmeckt der andere das dann überhaupt nicht. Deswegen muss jeder natürlich für sich selber das rausfinden und ein bisschen so sich so reinschmecken. Es gibt natürlich welche, die das irgendwie schneller machen können. Da gibt es welche, die auch nach einer ganz langen Zeit das nicht schaffen, die ganzen Begriffe, mit denen die Zigarren so beschrieben werden, irgendwie greifen zu können. Ne? Muss man halt üben, üben, üben. Und natürlich aber der Genuss und der Fun sollte natürlich immer im Vordergrund stehen. So, was hatten wir jetzt? Wir hatten die Pfefflichkeit, wir hatten die Erdigkeit, dann das Nussige. Da gibt es natürlich auch noch das Heuige oder das Holzige. Also jeder weiß als Kind oder am Lagerfeuer, wenn man dann halt wirklich Strohhalme angezündet hat und so getan hat, als ob man eine Zigarre pafft. Ganz simpel. Also wirklich so wie ein getrocknetes Gras angezündet wird. Und da gibt es dann noch eine weitere Stufe. Also wenn ich dann auch sage, dass es leicht kratzt im Hals oder so, weil es halt einfach zu rauchig ist. Das kennt jeder, wenn jemand am Lagerfeuer sitzt und zu nah am Feuer sitzt. Irgendwann hast du ein Stechen im Rachen. Und so versuche ich das halt immer zu beschreiben. Auch bei diesen Kaltzug- oder Kaltgeruchtests, ganz oft kommen halt echt nur so grasige Töne hervor. Als ob du halt eben an Gras, also getrocknetes Gras, also in dem Fall Stroh oder so, riechst. Ja, und dann gibt es noch Ledrigkeit. Ist vielleicht auch ein bisschen schwierig. Es ist halt einfach die gewisse Schwere. Ich versuche das immer so zu beschreiben, wenn du halt wirklich so einen uralten Ledersessel hast oder du gehst in eine alte Bibliothek oder in einen Antiquitätenladen oder einfach auch in eine alte Kirche, dann dieser ledrige, alte Geruch einfach.
Das heißt nicht unbedingt, dass du an ein Stück Leder natürlich nuckelst oder leckst oder wie auch immer, sondern einfach, damit werden halt einfach urige, vielleicht auch malzige, alte Geschmäcker und Aromen einfach versucht zu beschreiben. Ja. Gut, Holz, ja, das ist dasselbe wie das Stroh. Ich beschreibe in meinen Videos meistens dann immer, dass wie das halt so ist, wenn du am Lagerfeuer bist und du halt dann eben zu nah bist und du halt wirklich so diesen Rauch von dem Holz, was du da verbrennst, abbekommst. Und so versuche ich das dann halt meistens zu beschreiben. Ui. Jetzt kommen wir zu meiner beliebten Cremigkeit. Ist natürlich auch für manche schwierig zu fassen. Ich versuche das dann halt immer zu beschreiben. Und zwar meistens mit dem Gegenteil von Cremigkeit. Das Gegenteil ist einfach Trockenheit. Also wenn dein Rachen so dermaßen trocken ist, dass du einen Speichelfluss automatisch generierst im Rachen, um die Trockenheit eben zu bekämpfen. Und bei mir ist es halt ganz oft so, wenn eine Zigarre wirklich sehr, sehr trocken ist, dann habe ich den Drang, den Speichel zu sammeln und auszuspucken, weil es mir halt einfach viel zu trocken ist und es im Mund halt einfach alles so ein bisschen zusammenzieht. Und eben die Cremigkeit ist genau das Gegenteil. Dass du halt überhaupt nicht den Drang hast, Speichel zu sammeln im Rachen, weil es halt einfach schön sahnig, cremig, milchig, ja, einfach sahnig, cremig ist im Mund. Da gibt es natürlich auch verschiedene Stufen. Ich beschreibe aber in meinen Videos wirklich sehr genau, wie ich das dann mache. Also ob das wirklich nur so ein bisschen in der Mitte der Lippen, also ein bisschen in den Lippenspitzen ist, oder ob die ganze Lippe schön cremig und milchig oder sahnig ist, oder ob der ganze Rachen richtig schön cremig ist. Und da gibt es natürlich dann auch verschiedene Stufen, wie ich das halt empfinde. Ob wirklich der ganze Rachen für viele Minuten sehr, sehr cremig ist oder eben nicht. Also das ist so meiner Meinung nach so ein Punkt, Cremigkeit und Trockenheit. So denke ich mal, kann man das ganz, ganz gut beschreiben. Jetzt kommen wir dann auch noch mal zu dem blumigen Thema, zu den Blumenaromen. Das ist auch für viele relativ schwer zu fassen. Ich habe das in meinen Videos so beschrieben, dass es wirklich so ist, als ob du einen Kräutertee trinkst oder dran riechst. So diese leichte Süße, aber gleichzeitig auch eine gewisse blumige Bitterkeit ist da. Bei der Flor de Copan zum Beispiel war das sogar so fast grenzwertig für mich. Das war wirklich so, als ob du so ein Parfum so in den Mund gespritzt bekommen hast und es so leicht seifig, laugig und richtig bitter fast. Und ja, so habe ich das immer versucht zu beschreiben, dass dieses Blumige wirklich tatsächlich so Richtung Kräuter eher geht. Also jetzt nicht unbedingt irgendwie, ja, eine Tulpe oder wie auch immer, sondern einfach Kräuter. Das ist so, ich weiß nicht, ob ihr irgendwelche Haustiere habt, das ist so, wenn ihr Kaninchen habt und so eine Blütenmischung kauft. Wenn ihr das mal gemacht habt, dann riecht ihr genau das, was man bei vielen blumigen Zigarren, zumindest bei den Zigarren, bei denen man die Blumigkeit nachsagt, dass es wirklich so riecht und schmeckt im Mund. Also ich versuche das immer so darzustellen, dass beziehungsweise in Verbindung zu bringen. Wenn ich was rieche, dann schmecke ich das auch irgendwie so in dem Fall. Oder umgekehrt. Also wenn ich halt diese Kräutermischung für diese Zwergkaninchen oder so meine, dann meine ich halt auch einfach gewisse Kräuter- und Blumenmischungen. Und diese leichte Säuerlichkeit und auch aber diese Süße. Ist wirklich manchmal schwer rauszukriegen. Bei der Fleur de Copan war das aber fast von Anfang an, wenn du es schon mal geschmeckt hast. Und die habe ich schon mal geschmeckt. Diese Blumigkeit zumindest, ich weiß jetzt gar nicht mehr, 4,0 hätte ich ihr jetzt gegeben. Also so ein bisschen ist es schon da gewesen. Und da tun sich halt viele ein bisschen schwer mit dieser Blumengeschichte. Kann ich aber auch nachvollziehen. Aber dann versuche ich echt das immer zu beschreiben, dass es halt wirklich so ist, wie diese Kräutertees, Blumenmischungen, getrocknete Blumen, wenn man einfach dran riecht oder wenn man in ein Teehaus reingeht. Also man muss schon mit allen Sinnen so ein bisschen versuchen, sich seinen Weg durch die Zigarre zu bahnen. Und ja.
Ich habe jetzt bisher auch bei fruchtigen Zigarren nicht wirklich was rausschmecken können. Und auch bei meiner letzten Zigarre war öfters von einer starken Süße und auch Honigsüße sogar die Rede. Aber da habe ich nichts gespürt. Also da könnte ich jetzt auch sagen, hey, der spinnt doch. Ja, wieso sagt er mir, die ist honigsüß und die ist aber eigentlich höchstens so nussig süß, so wirklich dezent. Ja, es ist halt echt schwierig. Muss man sich halt mit der Zeit natürlich ganz gemütlich einarbeiten. Ja, und dann gibt es dann auch Schokoladetöne. Also, ja. Jeder weiß, wie so 80-90%ige Edelbitterschokolade schmeckt. Und auch riecht. Und da gibt es halt auch Zigarren, die dann in die Richtung Schokolade dann umschlagen. Ja. Röstaromen, klar, da gibt es natürlich auch verschiedene Spektren, ob das jetzt ein Toast-Röstaroma ist, also so leicht, ja, wie Mehl halt oder wie halt wie Brötchenteig oder Toastteig einfach und leicht so angebraten, angebrannt oder Cappuccino-Röstaromen. Ich habe in einem Video wirklich sehr detailliert gesagt, dass so wirklich, wenn du halt so diese Senseo-Pads mal ein paar Tage vergisst in dieser Senseo-Maschine und dann das Ding öffnest, dann riecht es wirklich so leicht bitter, leicht säuerlich und wirklich röstig einfach. Ja, man muss da wirklich so sein eigenen Ding, seinen eigenen Weg ein bisschen finden. Klar ist natürlich vieles auch suggestiv, wenn jetzt einer schreibt, die Zigarre ist so und so und so und so, dann sucht man auch ein bisschen so nach diesen Tönen, weil vielleicht hat man sie auch deswegen gekauft. Also möchte man das auch schmecken. Und wenn jetzt eine Zigarre fünf Dinge verspricht und davon hält sie vier nicht, zumindest nach deinem Geschmack, dann sagst du auch, hey, die schmeckt eigentlich komplett anders oder in dem Spektrum hätte ich viel bessere und günstigere Zigarren gehabt, die genauso schmecken, wie auch immer. So, mal überlegen, ob ich noch was vergessen habe. Also wir hatten die Pfeffrigkeit, erdig, strohig, holzig, Cremigkeit, diese Röstaromen, dieses Blumige, dieses Toastige, Schokolade hat man so ein bisschen. Ja, das ist, ja, noch diese gewissen anderen Sachen, die ich oft auch in den Videos erkläre, so dieses, ich sage ganz oft, diese typische kubanische Schwere. Das müsst ihr halt natürlich mit eurer Erfahrung selber dann, mit euren Tests dann selber herausfinden, was ich damit meine. Ihr werdet auf jeden Fall einen Unterschied zwischen einer hellen nicaraguanischen Zigarre und einfach einer richtig guten kubanischen Zigarre. Das werdet ihr gleich merken, einfach, dass die kubanische Zigarre so eine gewisse Schwere, ein bisschen träge, schwierig das zu beschreiben. Aber das müsst ihr dann halt einfach selber herausfinden. So. Ich hoffe mal, dass ihr so ein bisschen Einblick bekommen habt, was ich mit meinen ganzen Aromen und Nuancen dann immer meine, wenn ich sie beschreibe. Ja, also ich bin halt echt so der Typ davon, ich versuche dann wirklich jede Änderung, die ich selber bei mir so schmecke, dann euch auch weiterzugeben. Es ist klar, dass, was ich auch vorhin gesagt habe, wenn einer natürlich mal nicht gegessen hat oder war im Stress oder genießt die Zigarre nicht so, sondern mehr so gezwungen, hey, ich rauche jetzt eine Zigarre. Es ist klar, dass es dann halt auch sein kann, dass du das komplett anders empfindest. Ist ja klar. Aber für meinen Geschmack, und deswegen mache ich auch die Reviews so, wie ich sie mache, tue ich wirklich in dem Moment, wenn ich irgendwas merke im Mund, da tut sich was oder im Geschmack oder auch im Nachgeschmack. Also oft kaue ich auch so ein bisschen. Auch wenn ich schon geraucht habe und nach 2 Minuten noch nicht dran gezogen habe, dann zuzle ich so ein bisschen im Mund so an den Aromen, die im Mund sind, und versuche echt, ja, da irgendwie dann halt auch was rauszufinden. Manchmal kommt da gar nichts bei raus und manchmal merkt man dann echt, so wie das eine Mal, wo ich gesagt habe, hey, jetzt kommt da Eukalyptus kurz durch oder Minze oder bei der anderen Zigarre, dass da wirklich so eine ganz kurze Vanillenote ausfindig zu machen war. Aber das war wirklich nur so einmal und auf einmal war es wieder weg. Es ist halt klar.
schwierig, das nachzuvollziehen. Deswegen gebe ich euch Tipps, so wie ich sie empfinde. Und wenn jetzt vielleicht auch jemand Anfänger ist und auch eher mildere, cremigere Zigarren mag, dann helfen ihm vielleicht meine Videos und dass er sich da halt einfach mal so ein Beispiel rausziehen kann, weil es gibt so viele Zigarren, also zum Beispiel von Schuster. Ich habe jetzt ja die Iron Shirt gemacht und ich habe da mal nachgeschaut, ich habe mir mal deren Produktkatalog runtergeladen, die haben so dermaßen viele Zigarren, allein eine Firma so. Also es gibt so viele Zigarren, das ist halt echt nicht easy. Deswegen hatte ich ja den Drang, diesen Kanal zu machen. Und es macht mir auch einfach Spaß, so alles Mögliche rauszukitzeln. Ja, das war's eigentlich schon. Wenn ihr noch irgendwas wissen wollt oder wenn ich irgendwas im Video sage, was ich nicht gut genug erklärt habe, dann fragt einfach. Kein Thema.